Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 14, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE, 100%-Finanzierung der Corona-Pandemie für soziale Trägerlandschaft. Mit aufgerufen wird der Tagesordnungspunkt 15, das ist der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Hessen Sozialdienstleister. Redezeit beträgt 5 Minuten, und ich darf der Kollegin Böhm als Erster das Wort erteilen. 5 Minuten sind vereinbart. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt einen guten Grund, warum wir den Dringlichen Antrag heute eingebracht haben. Stand jetzt müssen wir davon ausgehen, dass viele und insbesondere kleinere soziale Träger nach der Sommerpause bankrott sind und nicht mehr existent. Dass wir vor dieser realen Gefahr stehen, hängt vor allem damit zusammen, dass das Sozialministerium sich weiterhin weigert, eine Verordnung zu erlassen. Diese Verordnungsermächtigung haben Sie Anfang Mai höchstpersönlich, Herr Klose, von diesem Pult erbeten. Wir haben sie Ihnen auch erteilt. Wir haben Ihnen sehr schnell auf diesem Antrag zugestimmt und diesen Antrag durchgehen lassen. Sie haben uns versprochen, dass die Landesregierung eine Verordnung erlassen wird, wenn soziale Träger mit den zugesicherten 75% aus dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz des Bundes nicht ausreichend finanziert sind. Sie haben Ihr Versprechen an die soziale Trägerlandschaft in Hessen gebrochen, Herr Klose. Schon im April haben mich soziale Träger kontaktiert und gesagt, dass das vom Bund verabschiedete SODEC dringend aufgestockt werden müsste, weil viele soziale Träger durch die pandemiebedingten Schließungen nicht in der Lage sind, die notwendigen Eigenmittel zu erwirtschaften. Darauf habe ich Sie hingewiesen in der Landtagsdebatte Anfang Mai und gefordert, die 100% Fortfinanzierung gleich ins Gesetz zu schreiben. Seitdem haben die Landesregierung mehrere Schreiben sozialer Träger mit derselben Botschaft erreicht. Es gab Telefonkonferenzen sozialer Träger mit dem Ministerium, in denen diese Forderung erhoben worden ist. Doch sie tun nichts und gefährden damit den sozialen Zusammenhalt in diesem Land. Sie negieren sogar, dass diese Anforderungen an Sie gestellt wurden. Und Sie lassen die Kommunen im Regen stehen, Herr Klose. Es gibt eine ganze Reihe von Kommunen, beispielsweise Landkreis Marburg-Biedenkopf oder auch die Stadt Frankfurt, die erklärt haben, dass sie bereit sind, die Aufstockung auf 100% für ihre leistungserbringenden Träger zu finanzieren. Sie können es aber im Hinblick auf die Haushaltsgenehmigung nicht rechtssicher ohne eine Ermächtigung des Landes tun. Im Mai haben Sie noch gesagt, dass eine Verordnung notwendig ist. Heute schreiben Sie in Ihrem Antrag, dass sie nicht notwendig wäre. Da müssen Sie sich jetzt endlich einmal entscheiden, was denn wirklich Sache ist. Ich glaube, Sie tragen zu einer Verwirrung und einer Zerstörung dieser Landschaft ganz massiv bei. Ich weiß nicht, ob Ihnen ausreichend bewusst ist, welche Bedeutung das Wegbrechen zentraler Teile des sozialen Netzes für die Menschen in Hessen hat. Es geht um Zehntausende Menschen, die die Unterstützung brauchen. Es geht aber auch um ganz, ganz viele Menschen, die mit dieser Unterstützung, mit dieser Arbeit ihr Geld verdienen. Sie beschließen über 12 Milliarden Sondervermögen und finden kein Geld, um diesen Menschen eine Perspektive zu bieten. Das ist schon beschämend genug. Aber wenn Sie nicht bereit sind, Landesmittel zur Verfügung zu stellen, dann doch erlauben Sie doch wenigstens den Kommunen, dass sie ihre Träger vor Ort unterstützen. Ich will zwei Einrichtungen nennen, die sich an die Landesregierung gewandt haben. Zum Thema Inklusion hat der Verband gesagt, dass ihre Rechnung zeigt, dass das Angebot der Schulassistenz mit der bislang geplanten Refinanzierung nach dem SODEC, also 75%, strukturell nicht überlebensfähig ist und die Träger dieser Leistung in wenigen Monaten Insolvenz anmelden müssen. Unterm Strich bedeutet das, sagt der Träger weiter, Kinder mit Behinderung, die auf Schulassistenz angewiesen sind, werden von der Teilhabe an Bildung ausgeschlossen. Ist das nicht deutlich genug gesagt? Ich erlaube mir ein zweites Beispiel von einer Beratungseinrichtung, die sich schon im April an uns gewandt hat.
Uns brechen die Einnahmen aus den Fortbildungen weg, und wir befürchten, dass die Spenden für alle zurückgehen werden und auch weniger Bußgelder zugeteilt werden. Wir können gar kein Kurzarbeitergeld beantragen, weil alle derzeit voll arbeiten. Wenn wir das nicht kompensieren können und uns das Geld ausgeht, werden wir dann Kurzarbeit beantragen müssen, wenn unsere Beratungskapazitäten gerade besonders gefragt werden. Das muss unbedingt verhindert werden. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das muss unbedingt verhindert werden. Und dazu braucht es endlich eine Verordnung, die regelt, dass 100% für die sozialen Träger auch in Hessen möglich ist. Es gibt aber auch noch einige soziale Träger, die vor vergleichbaren Problemen stehen, aber gar nicht vom SODEC erfasst sind. Das sind z.B. die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen oder auch andere Angebote, gerade von vielen kleineren Projekten und Vereinen. Die haben Kosten, weil sie eine Online-Beratung anbieten müssen, neue Technik anschaffen. Und Hygienemaßnahmen kosten ja auch ein Schweinegeld. Und die Eigenmittel sind angebrochen. Frau Kollegin, Sie müssen jetzt zum Ende kommen. Genau, ich bin auch gleich zum Ende. Lassen Sie uns ein deutliches Zeichen an die vielen sozial engagierten Vereine und Verbände setzen. Stimmen Sie deshalb unserem gemeinsamen Antrag von SPD und der LINKEN zu. Ich bedanke mich. Danke, Frau Böhm. Nächster Redner wäre jetzt eigentlich der weitere Antragsteller der CDU, der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wir wollen das machen. Ich kann aber auch Herrn Pürsün aufrufen. Also müsst ihr euch verständigen. Machst du das, Markus Bocklet? Bitte. Markus Bocklet hat das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In dem uns vorliegenden Antrag, auf den die Frau Böhm Bezug nimmt, steht folgender Satz: Der Landtag begrüßt es, dass das Hessische Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleister-Einsatzgesetz die Möglichkeit vorsieht, per Rechtsverordnung eine abweichende Höchstgrenze von dem vom SODEC vorgesehenen 75% festzulegen. Frau Böhm, haben Sie das gehört? Haben Sie es gelesen? Und dritte Frage: Haben Sie es auch so verstanden? Gut, dann könnten Sie mir vielleicht erklären, wie Sie zu Ihrer These kommen, dass es hier in diesem Antrag stünde, wir würden das nicht mehr machen wollen. Es geht nur eins von beiden. Entweder haben Sie es gelesen und verstanden, oder Sie würden dieses Zeug hier nicht erzählen. Herzlichen Dank für diese Sache. Das konnten wir ja dann klären, Frau Böhm, das konnten wir dann klären, dass es nicht in dem Antrag steht und dass Sie es dann auch vermutlich aus dem Protokoll streichen werden, dass Sie uns unterstellen, wir würden diese Verordnung nicht wollen. Aber vielleicht nehmen Sie noch zur Kenntnis, dass der Minister selbst gesagt hat, ja, von dieser Stelle, er möchte eine Ermächtigung zu einer Verordnung, zu einer Rechtsverordnung, die es ermöglicht, von oben nach oben abzuweichen. Und diese Rechtsverordnung stellt er aktuell fest, dass momentan bei den Abfragen die Bedarfe bei den Leistungsträgern, und jetzt kommt es, bei den Leistungsträgern, den Kommunen, dort, wo die SODEC-Anträge gestellt werden, und bei der Liga diese Bedarfe aktuell, und aktuell heißt das Wort aktuell, im Moment offensichtlich nicht vorliegen. Das kann man mit Bedauern feststellen, weil einzelne Träger bei Ihnen da vorstellig werden. Das kann man ja, aber dann ist sozusagen Ihre These nicht mehr haltbar, dass es bei dem Ministerium oder bei den Dachverbänden angesagt wurde oder Anträge gestellt wurden. Und das ist ein Zustandsbericht, ein aktueller Bericht, wie es aktuell ist. Und es steht auch in unserem Antrag, stellt fest, dass wenn es keinen konkreten Bedarf momentan gibt, das schließt aber nicht aus, dass einzelne soziale Dienstleister in finanzielle Schieflage geraten könnten. Die Situation der sozialen Dienstleister wird also weiter im Blick behalten und wird bei Bedarf entsprechend nachgesteuert. Ich finde, dem muss man nichts hinzufügen, nichts auch nichts absprechen. Man muss auch nicht in sich in wilde Thesen und Theorien begehen, sondern die Sachlage ist so, wie sie ist. Der Wille ist vorhanden. Momentan ist der Bedarf noch nicht angemeldet. Alles andere, was Sie machen, ist unlauteres Geschrei. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Jacke Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Corona hat unter anderem zu einem Problem für die sozialen Dienstleister geführt. Die sozialen Dienstleister konnten einen erheblichen Teil ihrer Leistungen nicht mehr anbieten.
So aber die Strukturen erhalten bleiben sollen, entstehen auch weiter Kosten. Dass die Strukturen erhalten bleiben sollen und müssen, darüber dürfte hier Einigkeit bestehen. Die sozialen Dienstleister leisten nämlich Großes. Und darauf wollen wir in Zukunft sehe diese Einigkeit, sie leisten Großes, und darauf wollen wir in Zukunft wohl kaum verzichten. Zu diesem Zweck gibt es das SODEC, sowohl um den Bestand der sozialen Dienstleister zu sichern, aber auch um sie an der Bewältigung der Krise zu beteiligen. Das soll geschehen, indem sie ihre personellen oder auch räumlichen Ressourcen Dritten zur Verfügung stellen. Wir haben hier im Mai das Hessische Ausführungsgesetz beschlossen, und wir haben auf Basis des § 3 Satz 5 des SODEC im Hessischen Ausführungsgesetz eine Ermächtigung vorgesehen, eine Ermächtigung des Staatsministers für Soziales, per Rechtsverordnung die Höchstgrenze aus dem Bundesgesetz abweichend nach oben zu regeln. Das heißt konkret, soziale Dienstleister haben aktuell einen Anspruch auf bis zu 75% ihrer durchschnittlichen Monatseinnahmen. Mit einer entsprechenden Rechtsverordnung kann dieser Zuschuss auf bis zu 100% der durchschnittlichen Monatseinnahmen erhöht werden. Diese Möglichkeit gibt es also schon. Dazu bedarf es des vorliegenden Antrags nicht. Viele Träger, sprich die Landkreise, zahlen aktuell nach wie vor 100% an die sozialen Dienstleister. Verpflichtet sind sie dazu allerdings nicht. Genau, verpflichtet sind sie nicht. Da dieser Posten auch in den jeweiligen Haushalten für 2020 vorgesehen sein sollte, übersteigt das in der Regel nicht das Budget. Richtig ist, dass es einen Rechtsanspruch auf die 100% deswegen noch nicht gibt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass durch das Kurzarbeitergeld Einsparungen möglich waren und sind. Das muss in die Rechnung letztlich mit aufgenommen werden. Der Anspruch auf das SODEC besteht grundsätzlich nur in der Höhe, in der auch Ressourcen vorgehalten werden, heißt Personal oder auch Räumlichkeiten. Das müssen die Dienstleister darlegen, um die Zuschüsse zu erhalten. In der Gesetzesbegründung des Bundes steht auch, dass man die 75% angenommen hat, weil man davon ausgeht, dass die Dienstleister in der Regel nicht 100% ihrer eigentlichen Leistung werden zur Verfügung stellen können. Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Bestand der sozialen Dienstleister gesichert wird. Wir verstehen die Kritik von den Kolleginnen und Kollegen der LINKEN und der SPD. Aber im Hinblick auf das eben Dargelegte sind wir für passgenaue Lösungen. Das Thema steht auch in den Kommunen auf der Tagesordnung. Das Beispiel Frankfurt wurde genannt. Da wurde beschlossen, dass die sozialen Dienstleister, die ihren Bestand mit dem 75-prozentigen Zuschuss nicht sichern können, einen Zuschuss in Höhe von bis zu 100% bekommen können. Nicht mehr. Nicht mehr. Der Finanzminister zweigt immer viel ab. Frankfurt hat da nicht mehr viel Geld. Das zeigt, die Gemeinden werden hier aktiv, nicht weil das Land es nicht kann, sondern weil das Land es einfach nicht macht. Werter Herr Staatsminister Klose, Sie sind mit der Beantwortung von Fragen im Ausschuss und im Plenum ja sehr sparsam. Sehr sparsam. Kommen Sie mal in den Sozialausschuss. Ich gehe schwer davon aus, dass dieser Antrag daher rührt, daher, dass Sie auf Nachfragen hin nicht entsprechend Position bezogen haben. DIE LINKE hat in einer Pressemitteilung vom 26. Juni einen schweren Vorwurf gegen Sie geäußert. So weit möchte ich ja nicht gehen. Ich glaube nämlich, Sie wissen es einfach nicht besser. Schlimm genug, aber dann beziehen Sie doch Stellung. Wir haben Ihnen in diesem Haus bereits im Mai die Möglichkeit gegeben, eine entsprechende Rechtsverordnung zu erlassen, eine Rechtsverordnung, mit der sowohl für die sozialen Dienstleister als auch für die Träger Sicherheit geschaffen wird, Rechtssicherheit und Klarheit. Sofern Sie diese nicht erlassen, erklären Sie uns bitte, warum. Wir sind da definitiv sehr gespannt. Dann komme ich noch einmal ganz schnell zum Dringlichen Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS GRÜNEN, Herr Präsident, sehr schnell, ja genau. Vorhin in der Debatte wurde immer wieder gesagt, jetzt warten sei keine Option. Dann haben Sie auf die Regierungsbank geschaut, links und rechts, haben auf einmal gesehen, oh wei, wir haben ja einen Gesundheits- und Sozialminister Klose, und bringen dann diesen Antrag während der Plenarsitzung hier noch ein, die ersten drei Punkte. Da hat der Markus Bock anscheinend gut zugehört, was die Freien Demokraten hier so im Plenum sagen. Es ist so einigermaßen
noch in Ordnung. Aber die Punkte 4 und 5 sind voller Widersprüche. Da ist die Rede von nur wenigen Anträgen, andererseits viele Leistungsträger, die darauf reagieren müssen. Man ist die Rede von einem ständigen Austausch. Also ich habe ja aus Frankfurter Solidarität jetzt schon sehr viel Liberalität obwalten lassen, aber so langsam läuft die Redezeit dann wirklich ab. Genau. Also von daher, der Antrag ist da voller Widersprüche, deswegen können wir ihm auch nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Kollege Pürsün. Nächste Rednerin für die Fraktion der Christdemokraten ist die Kollegin Claudia Ravensburg. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Pürsün, am Anfang in Ihrer Rede haben Sie ja durchaus viel Vernünftiges und Richtiges gesagt, aber schade, dass die Rede dann so nachgelassen hat. Deshalb möchte ich noch einmal an die Historie erinnern dieses Gesetzes. Ende des Monats März dieses Jahres hatten wir einen Shutdown. Das passierte, dass die Einnahmen vieler Sozialdienstleister in ganz Deutschland, aber natürlich auch bei uns hier in Hessen, zum großen Teil oder sogar ganz wegfielen, weil sie eben die Leistung nicht mehr erbringen konnten und die Kosten aber weiterliefen. Ich will mal gerade auch die Behindertenwerkstätten erwähnen, mit denen ich sehr viel gesprochen habe. Meine Damen und Herren, die CDU ist natürlich selbstverständlich auch der Auffassung, dass die soziale Infrastruktur unverzichtbar ist in unserem Land. Deshalb habe ich auch eben mitgeklatscht. Das ist völlig außer Zweifel. Deshalb war auch die Entscheidung des Bundes absolut richtig, mit dem Sozialschutzpaket die Einrichtungen und Dienstleistungen abzusichern. Im Zentrum dieses Rettungspaketes stand eben das Sozialdienstleistereinsatzgesetz, mit dem der Bund die 75% der Einnahmen im Vergleich zur Zeit vor Corona absichert. Zur Umsetzung haben wir dann hier im Hessischen Landtag das Hessische Ausführungsgesetz verabschiedet, um eine landesgesetzliche Regelung zu treffen, damit die Leistungsträger weiterhin an die sozialen Dienstleister zahlen können, und zwar unabhängig davon, ob sie die Leistung erbringen oder nicht. Das ist eine ganz wichtige Feststellung und hier in diesem Antrag auch wesentlich. Zudem beinhaltet das Gesetz die Ermächtigung, per Verordnung den Höchstsatz über die 75% anzuheben, falls keine anderen pragmatischen Lösungen da sind. Das haben wir in der Debatte häufig auch gesagt. Deshalb ist die Gretchenfrage ganz einfach. Gibt es eine Notwendigkeit, die Verordnung zu erlassen? Sind die sozialen Dienstleister in Hessen in ihrer Existenz gefährdet? Ja, da wären Sie ja dann auch ganz sicher richtig gewesen, wenn nicht bereits gleich zu Anfang ganz viele Leistungsträger, unter ihnen übrigens auch der allergrößte hier in Hessen, nämlich der LBV, von Anfang an unabhängig vom SODEC seine Leistungen komplett weitergezahlt hätte. Also das SODEC war hier gar nicht notwendig. Wenn SPD und LINKE, Frau Böhm, heute hier den Zusammenbruch der sozialen Träger in Hessen prognostizieren und auch noch der Landesregierung Untätigkeit vorwerfen, dann verkennt das völlig die Realität. Ja, ich gehe davon aus, Sie unterstützen den Antrag, Frau Gnadl, dass Sie das der Meinung auch sind. Wir sind aber gespannt auf Ihre Rede. Vielleicht sehen Sie es ja ganz anders. Feststellen muss ich in diesem Zusammenhang nämlich zwei Tatsachen. Erstens. Viele Träger haben mit den Leistungsempfängern bereits ohne das SODEC pragmatische Lösungen gefunden. Und viele Leistungsträger, also Kommunen und der LBV, haben bereits von sich aus aufgestockt. Herr Pürsün hat es bestätigt. Wenn es also jetzt in einzelnen Landkreisen in Hessen noch Unklarheiten gibt, ob es rechtlich möglich ist, dass sie zahlen dürfen, dann muss das eben klargestellt werden. Und das gilt selbstverständlich auch für die Schulassistenzen. Und das wird dann natürlich auch die Landesregierung sicher tun, wenn es eben notwendig ist. Denn selbstverständlich ist die Landesregierung
und die sie tragenden Fraktionen, der Partner aller hessischen Sozialverbände. Sie sind die tragenden Säulen unserer sozialen Infrastruktur. Ganz im Gegenteil, selbstverständlich wurde in der Pandemie der Ausschuss noch verstärkt. Schließlich war der Lockdown für alle eine völlig unerwartete und herausfordernde Situation und ohne die gemeinschaftliche Koordination mit den Sozialverbänden, mit den Kommunen und selbstverständlich auch dem Ministerium wäre dem beteiligten Handeln gar nicht möglich gewesen. Der enge Kontakt und das gemeinschaftliche Finden von Lösungen wird auch künftig das Bestreben der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen sein. Denn die Krise, meine Damen und Herren, ist leider noch nicht vorbei, und keiner wird sich anmaßen zu behaupten, dass bereits jetzt alle Probleme gelöst werden. Aber ich bin sicher, und da kann auch die Opposition ganz beruhigt sein, die Landesregierung wird flexibel handeln, wann immer die Notwendigkeit zum Handeln gegeben ist. Der heutige Skandalisierungsversuch der Opposition läuft deshalb völlig ins Leere, und deshalb bitte ich um Zustimmung für unseren Antrag. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Nächster Redner ist der Abg. Arno Enners für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Dringliche Antrag überrascht etwas. Denn mit den Stimmen von SPD und LINKE wurde das Hessische Ausführungsgesetz zum Sozialdienstleistereinsatzgesetz doch beschlossen. Und damit haben doch Sie, meine Damen und Herren, dem Sozialminister entgegen der 75%-Empfehlung des SPD-geführten Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eine nach oben abweichende Höchstgrenze der Zuschüsse schon zugebilligt. Und somit besteht ja bereits die Möglichkeit, einen Zuschuss bis 100% oder darüber hinaus zu genehmigen. Umso verwunderlicher ist es jetzt, dass gerade Sie es sich jetzt anders überlegt haben und eine 100%-Deckelung fordern. Plagt Sie nun das schlechte Gewissen für das, was Sie hier mit befürwortet haben, oder glauben Sie, dass der Sozialminister vielleicht nicht genug Zuschüsse ausschüttet? Wie auch immer, wir haben die Formulierung der unbestimmten Höhe schon damals kritisiert, und wir bleiben auch heute bei unserer Kritik. Dass der Finanzminister bei den Ausgaben zumindest ein Mitspracherecht hat, kann ein Lichtblick sein, aber allein mir fehlt der Glaube. Denn dies funktioniert auch nur, wenn der Finanzminister mit dem Geld der Steuerzahler vernünftig haushaltet, was bis jetzt noch zu beweisen wäre. Dass Ihnen von den LINKEN das Mitspracherecht des Finanzministers nicht passt, wie es Frau Böhm ja in der damaligen Rede bereits deutlich gemacht hatte, wurde nach dem vorgestrigen Redebeitrag von Ihnen zur de facto Aushebelung der Schuldenbremse noch einmal bestätigt. Wir bleiben dabei. Die unbestimmte Erhöhung der Zuschüsse steht dem Grundgedanken des Bundesgesetzes entgegen. Und einen Grund für die Anhebung bis auf 100% der Zuschüsse können wir hier nicht erkennen. Es dürfte nämlich die absolute Ausnahme bleiben, dass ein Sozialdienstleister die vollen 100% seiner Arbeitsmittel, Räumlichkeiten und Arbeitnehmer für Unterstützungsleistungen zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stellt. Hinzu kommt ja auch, dass von den Möglichkeiten des Kurzarbeitergeldes Gebrauch gemacht werden soll, wodurch Personalkosten eingespart werden. Und nein, meine Damen und Herren, es geht der AfD nicht darum, Sozialdienstleister sehenden Auges in den Ruin zu treiben, denn wir wissen um die Systemrelevanz der Dienstleister. Wir wollen diesen Trägern nicht die Mittel abdrehen, halten die Zuschüsse dieser Verbände auch nicht für überflüssig. Aber hier muss eine vernünftige Abwägung aus Gründen der Unterstützung einerseits und dem vernünftigen Umgang mit Steuergeldern andererseits getroffen werden. 13 andere Bundesländer haben keine weitere Erhöhung als die vom Bund vorgegebenen 75% zugelassen. Und auch wir sind der Auffassung, dass dies eine akzeptable Obergrenze darstellt. Den vorliegenden Antrag lehnen wir somit ab. Den Antrag der Regierungskoalition lehnen wir wegen Punkt 3 ebenfalls ab. Die Gründe dafür habe ich eben gegeben. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege.
Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Abg. Lisa Gnadl. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, ich habe überlegt, ob ich überhaupt abgeben muss, nachdem Frau Ravensburg so hellseherische Fähigkeiten hier heute an den Tag gelegt hat. Aber vielleicht warten Sie noch einmal ab. Was ich, ja, ich glaube nicht, dass das Protokoll meine Handschrift lesen kann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bund hat mit dem Sozialdienstleistergesetz eine Lösung geschaffen, damit eben die Leistungserbringer handlungsfähig bleiben und vor allen Dingen die bewährten Strukturen und der Bestand der sozialen Dienstleistungen vor Ort gesichert bleibt in der Corona-Pandemie. Am 28.03. gab es das Bundesgesetz, das Sozialdienstleistergesetz, und damit eben die Leistungsträger die Zahlungen an die sozialen Dienstleister fortsetzen können. Und ich muss sagen, ja, im März haben sich schon auch die Landrätinnen und Landräte deutlich gemacht und entschieden, dass sie auch vorerst weiterfinanzieren werden. Und das haben sie sehr kurzfristig gemacht, noch bevor wir das Hessische Ausführungsgesetz hatten. Auch das war ein wichtiger Baustein, um die soziale Infrastruktur vor Ort zu erhalten. Im Mai-Plenum hatten wir dann das Ausführungsgesetz. Und da geht es jetzt um den Punkt, über den wir auch heute eben zu reden haben. 75%, die abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe, die per Rechtsverordnung umgesetzt werden könnte, wenn man eben von den 75% abweichen möchte. Wir haben damals im Mai gesagt, wir stimmen insgesamt dem Hessischen Ausführungsgesetz zu. Genauso wie die Fraktion DIE LINKE auch, weil wir doch sehr davon ausgegangen sind, dass auch die Landesregierung diese Rechtsverordnung entsprechend auf den Weg bringen wird. Und dazu will ich vielleicht noch einmal kurz auch zitieren den Herrn Staatsminister Klose selbst, der am 7.04. an die Spitzenverbände geschrieben hat, Hessen plant hingegen mit der Möglichkeit, später eine nach oben abweichende Höchstgrenze für die Zuschusshöhe durch Ministerialverordnung zu bestimmen. Und das hatte uns schon das Signal gegeben, ja, es wird in Hessen auch entsprechend die Verordnung kommen und geben. Und das ist genau der Punkt, den wir heute in unserem Antrag fordern, weil wir erachten es schon für wichtig, hier die Höchstgrenze auch raufzusetzen. Und in der Tat, das hat auch etwas mit einer Wertschätzung und mit dem Erhalt der Strukturen der sozialen Dienstleister zu tun. Vielleicht, ja, hätten wir da doch skeptischer sein müssen im Mai bei der Zustimmung zu dem Gesetz. Aber wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Deswegen haben wir auch heute diesen Antrag. Und der ist ja nun auch sehr einfach und kurz gehalten, dass er ja durchaus auch gelesen und verstanden werden kann, hier in den Hessischen Landtag eingebracht. Und ich muss sagen, was mich schon sehr irritiert, ist der Antrag, der jetzt von Schwarz-Grün hier in die Debatte eingebracht wurde, der davon spricht, dass bislang nur sehr wenige Anträge nach dem SODEC bei den Leistungsträgern gestellt wurden. Ja, das ist so, aber auch wenn es sehr wenige sind, spielt es natürlich trotzdem auch eine Rolle, ob ich 75% oder eben bis zu 100% auch für meine soziale Dienstleistung, die ich nicht erbringen konnte, auch bekommen kann. Und der zweite Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass Sie ausführen, dass ja die Dachverbände noch keinen konkreten Bedarf nach einer Aufstockung im Sinne des SODEX angemeldet haben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie konnten ja auch mit Ihrem Sondervermögen noch nicht konkret anmelden, was Sie damit überhaupt finanzieren wollen. Aber was spricht denn gegen diese Rechtsverordnung? Warum tut sie Ihnen denn so weh? Was spricht denn eigentlich dagegen? Also, ich habe auch hier heute in der Debatte keinen Grund gehört, was eigentlich gegen diese Verordnung spricht.
Herr Bocklet und Frau Ravensburg haben ja noch einmal explizit auf die Möglichkeit der Verordnung im Gesetz hingewiesen. Aber was spricht denn dagegen, sie denn jetzt auf den Weg direkt zu bringen? Weil dann hätten auch entsprechend, dann gäbe es auch die Möglichkeit, entsprechende Anträge zu stellen. Mit so einer Verordnung schaffst du ja erst einmal die Voraussetzung, dass Anträge gestellt werden. Damit ist das Geld ja noch gar nicht ausgezahlt. Es geht doch hier wirklich nur um den Punkt, erst einmal die Voraussetzung mit einer entsprechenden Verordnung zu schaffen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie sich an der Stelle dagegen sträuben. Das tut Ihnen nicht weh. Und im Übrigen hat auch die Liga, zumindest in Gesprächen mit uns, schon darauf hingewiesen, dass Sie es wichtig finden, dass hier die Höchstgrenze auch mit Rechtsverordnung auf 100% erhöht wird. Und deswegen kann ich nicht nachvollziehen, warum Sie das nicht endlich auch tun. Vielen Dank, Frau Gnadl. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn diese Debatte um das Sozialdienstleistereinsatzgesetz etwas zeigt, dann glaube ich vor allem, dass die Dinge doch etwas komplexer sind, als es hier manche Rednerin oder mancher Redner darstellt. Deshalb will ich zunächst noch einmal die Fakten benennen. In der Grundsache besteht Einigkeit. Die sozialen Dienstleister sind für uns alle unverzichtbar und selbstverständlich. Und deshalb haben wir ja so schnell gehandelt, darf die soziale Infrastruktur auch in der Pandemie nicht wegbrechen. Deshalb haben wir schnell reagiert, deshalb haben wir das Hessische Ausführungsgesetz zum SODEC bereits am 6. Mai beschlossen. Und das war notwendig, weil die Pandemie auch soziale Infrastruktur bedroht hat. Soziale Angebote mussten aus Infektionsschutzgründen eingestellt oder reduziert werden. Kitas mussten wegen des Virus genauso wie Tagesförderangebote, Reha-Einrichtungen oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung deutlich reduziert oder geschlossen werden. Und durch das SODEC erhalten diese Dienstleister auch dann Zuschüsse, wenn sie ihr Angebot wegen der Pandemie nicht im gewohnten Umfang aufrechterhalten konnten. Das Gesetz verpflichtet nämlich die Leistungsträger, das sind in der Regel die Kommunen, diese Zahlungen im Umfang von bis zu 75% der in der Vergangenheit geleisteten monatlichen Aufwendungen aufrechtzuerhalten, wenn die Leistungserbringer einen entsprechenden Antrag stellen. Ausdrücklich, sie müssen 75%, sie können aber auch mehr. Und deshalb zum zweiten wichtigen Punkt unseres Ausführungsgesetzes. Das Bundesgesetz ermöglicht eine nach oben abweichende Höchstgrenze für diese Zuschusshöhe. Darüber haben Sie ja eben auch gesprochen. Bei weitem nicht jedes Land hat diese genutzt. Wir müssen da nur über den Rhein schauen. In Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt es keine abweichende Höchstgrenze. Wir haben in unserem Gesetz dagegen ermöglicht, per Rechtsverordnung auch nach oben abzuweichen. Und das ist eben der Unterschied. Und so können wir, wenn ein Bedarf entsteht, schnell und flexibel reagieren, wenn die soziale Infrastruktur tatsächlich bedroht sein sollte. Und ja, gerade bei Beginn der Pandemie bestanden erhebliche Befürchtungen auch der sozialen Dienstleister, dass es sie besonders treffen könnte. Wir können aber heute sagen, diese Bedrohung der sozialen Infrastruktur ist glücklicherweise so nicht eingetreten, auch wenn Sie manche hier herbeireden wollen. Und das ist zum weit überwiegenden Teil den Leistungsträgern, also den Kommunen, zu verdanken, weil viele von ihnen frühzeitig auch Lösungen erarbeitet haben, um diese bewährten Strukturen der sozialen Dienstleistungen abzusichern. Und genau das spiegelt sich auch in der Antragslage zum SODEC wider. Es gibt weit weniger gestellte Anträge als erwartet. Und die es gibt, die kommen ganz überwiegend aus den Bereichen Kindertagespflege und Teilhabeassistenz. Und diese Bereiche behalten wir auch sehr, sehr genau im Blick. Für die allermeisten Leistungserbringer ist es aber so, dass das SODEC schlicht nicht interessant ist, weil eben viele Leistungen durch solche innovativen Modelle, gerade auch der Kommunen, trotzdem erbracht
und damit auch abgerechnet werden konnten, beispielsweise per Telefon- oder Videokonferenz. Und deshalb haben dann viele Kommunen auch weitergezahlt, sodass die soziale Infrastruktur nie massiv bedroht war. Und zur Wahrheit gehört halt auch, viele Leistungserbringer berichten uns, dass das SODEC, also das Bundesgesetz, so hohen Verwaltungsaufwand nach sich zieht, dass sie lieber darauf verzichten wollen. Und sollte sich daran irgendetwas ändern, da können Sie ganz sicher sein, dann bekommen wir das aufgrund unserer extrem engen Vernetzung mit den Sozialdienstleistern mit. Bislang können wir nur feststellen, dass die Dachverbände keinen konkreten Bedarf angemeldet haben. Und einen konkreten Bedarf verlangt das SODEC. Das ist das Notwendige. Und wenn es einzelne Dienstleister gibt, die durch die Krise in eine finanzielle Schieflage geraten, dann werden wir auch mit Rat und auch mit Tat zur Seite stehen. Und noch einmal zum Mitschreiben. Es ist bereits jetzt möglich, dass die Leistungsträger mehr als 75% zahlen. Und das wird auch die Kommunalaufsicht niemals beanstanden. Wir sind in ständiger Kommunikation mit der sozialen Landschaft in Hessen. Wenn es an der einen oder anderen Stelle Unterstützungsbedarf gibt, dann werden wir entsprechend handeln, aber eben verantwortlich und mit Augenmaß. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt. Ich lasse jetzt über den Tagesordnungspunkt 14 und den Tagesordnungspunkt 15 abstimmen. Der Tagesordnungspunkt 14 ist der Dringliche Antrag der Fraktionen der SPD und der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 20-3139. Ich darf fragen, wer diesem Dringlichen Antrag zustimmt. Das ist die Fraktion der SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU und die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 15, lasse über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN abstimmen. Wer stimmt diesem Dringlichen Entschließungsantrag zu? Das ist die CDU und die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete, die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag angenommen. Wir sind damit am Ende der Tagesordnung angekommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als wir in dieses Jahr hineingegangen sind, hatte keiner geahnt, wie der Verlauf dieses Jahres ist. Wir haben hinter uns fordernde Wochen, das kann man so sagen. Ich bin froh darüber, dass das Parlament deutlich bewiesen hat, dass wir auch in schwierigen Zeiten arbeits- und handlungsfähig sind. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen allen sehr persönlich und sehr herzlich bedanken für Einsatz und großartiges Engagement in den letzten Wochen und Monaten. Ich will ein ganz besonderes Dankeschön natürlich sagen vor diesem Eintritt in die sogenannte Sommerpause unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne die es kein Parlament und damit keine Demokratie gibt. Sie sind unglaublich wichtig. Das gilt für die Mitarbeiter der Kanzlei des Landtages, der Fraktionen, der Ministerien, der Staatskanzlei. Ihnen allen sage ich ein ganz besonderes herzliches Dankeschön. Ihnen wünsche ich, soweit das möglich ist, auch ein bisschen erholsame Zeit in den nächsten vor uns liegenden Wochen. Ich freue mich, wenn wir uns dann nach der Sommerpause zum üblichen Geschäft hier wiedersehen. Alles Gute für Sie und bis bald.